Es ist mir als erstem Künstler in Österreich, österreichweit, von der Süddeutschen Zeitung ein sogenanntes Bootleg, also eine Aufnahme zugespielt worden, die also dieses Musical mir näher gebracht hat, und ich kann nicht anders, obwohl es noch geheim ist, Ihnen das neue Musical zu präsentieren. Der Vorhang ist noch zu und eröffnet sich mit dem Ouvertüre-Gesang. Auwe in Austria. Man sieht das Volk auf der Bühne stehen, vor einem riesen Flatscreen, und alle verfolgen das Skandalvideo von Ibiza. Und das Volk kann nicht innehalten. Und es singt. You shot so a song, Jesus Mann. Was macht der Hatze da auf der Finca? Da kommt auch schon Hatze Strache an, der Hauptdarsteller. Und er merkt ungewöhnlich fröhlich an. Ich bin gut drauf und trink blauen Sekt und weiß erst jetzt, wie gut Paella schmeckt. Ich steh mit Freunden abends an der Bar. Wer braucht euch? Ich hab Ibiza. Da schlägt sich von hinten eine blonde Frau an und wir merken bald, es ist niemand geringerer als Philippa Strache. Und sie stellt ihrem Gatten die alles entscheidende Frage. Warum hast du nicht Nein gesagt zum Oligarchenschein? Wer nicht merkt, desto ist was faul, muss ganz schön deppert sein. Doch Philippa Strache wird auf abgelöst, denn jetzt kommt der Yoshi Gutenus. Zuerst noch gut gelaunt, merkt er fröhlich an. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Aber es bleibt nicht beim Fröhlichen. Bald frustriert muss er anmerken. So mir sie, so wie sie ihr Töd in die Ohr schmieren, die Kleider zu. Und jetzt folgt die Selbsterkenntnis. Für die war ich sowieso old, aber eh nur a depperter Buhr. Szenenwechsel, wir sind im Parlament, oben auf der Riege, alle Ränge voll besetzt und alle schauen oben und fragen sie. Du entschuldige die Rendi, ist es nicht die Anne, dies ist grad mit alle verschert. Beate Meindl-Reisinger, danke. Beate Meindl-Reisinger versucht die Stimmung aufzuheitern und schmachtet Sebastian Kurz an. Brüderchen, komm, tanz mit mir, an der Hände reich ich dir. Da hört man eine einsame Stimme irgendwo von links hinten im Parlament. Es ist Peter Pilz. I'm a real nowhere man, sitting in my nowhere land. Aber auch von der FPÖ-Riege kann man Melodien hören. Denn Herbert Kickl denkt sich über Norbert Hofer, er gehört zu mir. Wie die drei Buchstaben an der Tür. Und er weiß, ich bleib hier. Aber auch Norbert Hofer hat Richtung Kickl etwas zu sagen. Kleines Bübchen, freches Bübchen, wo hat man dich zuletzt gesehen? Du solltest längst nach Hause gehen, das wäre schön. In der Zwischenzeit signiert Herbert Kickl vor sich hin. Mama G, schenk mir ein Fett. Und schon wieder die einsame Stimme von Peter Pilz aus links hinten. Ich bin heut ganz allein. Kann am Da meldet sich Pamela Rendi-Wagen zu Wort. Mit erstem Blick fixiert sie Sebastian Kurz. Und sie sagt, weil ich dir jetzt nicht vertrauen mehr kann. Drum geh doch, ich sage dir, geh doch. Unser Schweigen allein kann die Antwort nicht sein, versteh doch. Sebastian Kurz lässt sich das nicht zweimal sagen, scheinbar stoisch und immer mit einem Lächeln im Gesicht, steht auf und verlässt das Parlament mit den Worten, muss sie denn so
sich noch einmal um und er schmettert dem Plenum entgegen. War nicht cool, war nicht cool. Da erscheint von oben über allem schwebend Bundespräsident Alexander Van der Bellen und er stellt fest, schön ist das Verfassungsspiel, das ist erhetz und kostet euch viel. Die Regierung und Frau Mann entlass ich und gelob ich an. Das Volk hat genug und es zieht Resümee. Wir holen immer das Trommel auf. Wir hören von der Politik, stirbt in der Saal. Gerade als der Vorhang zugehen will, erscheint noch einmal fröhlich Hansi Strache und merkt dann, ich sag euch, Ibiza war nur ein Witz. Ihr werdet ja schauen, wann ich im Bus los sitze.